Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiele-Tutorial. Nach langer Zeit möchte ich in dieser Rubrik auch mal wieder ein Video bringen und im Moment bietet sich Live in the Woods dafür ganz einfach an. Gronkh spielt's, meine Freundin will es spielen, konnte es aber nicht, weil sie nicht wusste, wie man das installiert und da dachte ich mir, ist der richtige Zeitpunkt, dafür mal ein Video zu machen. Dabei kann man Live in the Woods recht leicht installieren, wenn man weiß, wie es funktioniert. Der Link dafür ist liveinthewoods.ca, den findet ihr auch in der Beschreibung, könnt ihr draufklicken und dann wechseln wir von Home in die Downloads. Hier nehme ich den Launcher für Europe, ganz einfach Direct Download Launcher Europe, einfach einmal draufklicken und schon loadet das Ganze runter. Das zieht ihr euch dann ganz schnell auf den Desktop, das habe ich hier schon mal vorbereitet und da machen wir einen Doppelklick drauf. Sofern ihr jetzt WinRAR oder 7-Zip oder irgend sowas installiert habt, reicht ein Doppelklick und das Ganze sieht so aus. Hier öffnen wir jetzt nichts anderes als die Live in the Woods Jar. Man könnte jetzt denken, na, das muss ich irgendwie in den Minecraft-Ordner ziehen oder so, aber das Modpack bringt seinen eigenen Launcher mit und deswegen machen wir hier einen Doppelklick drauf und ein eigener Launcher öffnet sich. Hier werden wir jetzt gleich noch ein paar Sachen einstellen, allerdings für die ganz einfache Installation reicht es, wenn wir uns noch eine Sache vorher angucken. Im Moment initialisiert es noch, jetzt können wir in die Configs wechseln, das mache ich immer vorher, denn hier könnt ihr einstellen, wo wird das Ganze gleich hingespeichert. Hier unten haben wir noch andere Sachen, die dann fürs Spielen wichtiger sind, am Anfang nur wichtig, wo wird es hingespeichert. Das solltet ihr vorher ändern, wenn euch diese Adresse nicht passt. Sind wir damit fertig? Wählen wir hier noch aus, ob wir die Basic-Version oder die Hungry-Version wollen, das sagt aus, ob das Ganze jetzt eben ein bisschen schwieriger sein soll, weil wir während des Spielens mehr Hunger bekommen. Mehr macht es letztendlich gar nicht aus. Ich lasse es mal auf Basic und drücke auf Install. Das Ganze dauert jetzt ungefähr 2 bis 4 Minuten, je nachdem. Zwischendurch kann es sein, dass ihr auch schon mal eure Daten hinterlegen müsst, also eure Minecraft-Login-Daten. Und wir sehen uns gleich nach der Installation wieder. Und wenn die Installation fertig ist, werden wir hier noch mit einem Hinweis zurückgelassen, nämlich den... Wenn wir schönere Grafik wollen, dann können wir das ganz einfach selbst einstellen im letzten Reiter oder in den letzten Spalten der Konfigurationsseite. Drücken wir OK, ist die Installation fertig und wir könnten spielen, aber wir wollen ja noch ein bisschen Fleißarbeit, damit das Ganze schöner aussieht. Wir wechseln also wieder in die Configs und wählen uns hier einen Shader aus. Da sind jetzt im Moment nur welche von Sildur's Vibrant Shader zur Auswahl. Ich nehme mal den 1.1.3 Medium und wir sehen, hier unten ist es von Play auf Install gewechselt. Drücken wir einfach mal drauf. Bekommen wir hier die Nachricht, dass wir hier jetzt die Shaders Modcore als allererstes runterladen müssen. Und ich sage euch, das wird nicht das letzte sein, denn wir fangen jetzt eben an mit der Shaders Modcore. Dann wird Optifine runtergeladen, dann der Shader und so weiter. Also wenn ihr das wirklich schön haben wollt, dann dauert das jetzt nochmal 2-3 Minuten. Einfach hier einmal auf Download drücken. Hier ein kleiner Sicherheitshinweis, wenn ihr auf solche Seiten kommt, achtet darauf, dass da viel Werbung mit drin sein kann etc. Aber wer schon mal einen Mod runtergeladen hat, kennt das eigentlich. Das können wir auch hier nochmal ausstellen, dass das nicht nochmal gezeigt wird. Drücken auf OK. Und nun wird sich ein neues Fenster öffnen, wo wir jetzt als allererstes eben die Shader Modcore runterladen. Hier sehen wir, hier sind schon so ein paar Sachen. Ab 18, ja, sehr pervers. Wir bleiben auf dieser Seite und sehen, dass das jetzt hier in diesem Fall nicht geklappt hat. Jeder, der wie gesagt schon mal Mods runtergeladen hat, kennt das vielleicht. Dann müssen wir die Seite nur noch mal kurz aktualisieren. Denn hier hat was mit den Cookies nicht geklappt. Jetzt im nächsten Schritt werden wir sehen, dass das funktioniert. Müssen wir jetzt eben noch 5 Sekunden warten. Und dann haben wir die Shader Modcore runtergeladen. Das Schöne ist, dass diese Seiten eigentlich immer mit Tönen hinterlegt sind, deswegen muss ich gerade mal die Kopfhörer dafür ausziehen. Dann haben wir das runtergeladen. Das Schöne an dem Launcher ist, dass er automatisch erkennt, dass das jetzt runtergeladen ist. Das heißt, drücken wir einmal auf Founded, hat er das. Nun möchte er eben Optifine und so geht es dann eben weiter. Ich zeige das noch eben hier für Optifine, das geht auch ganz schnell. Dadurch, dass ich den Hinweis ausgeschaltet habe, sind wir jetzt schon mal ein Stück schneller. Jetzt haben wir hier noch unsere Shader-Mod, die wir runterladen müssen. Eben hatten wir nur die Modcore, also das Grundgerüst, nun die wirkliche Mod. Und ich glaube, im Nachgang möchte er auf jeden Fall noch Dynamic Lights haben. Aber ich denke, das ist dann klar, wie das funktioniert. Das heißt, einfach immer runterladen. Hier haben wir jetzt alles durch. Auch wie man es mit Mediafire installiert, hier haben wir wieder Spiel ab 18. Okay, und Dynamic Lights machen wir noch. Und wenn danach jetzt noch welche kommen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, dann wisst ihr, wie es funktioniert. Also an sich ist die Installation sehr, sehr einfach. Es gibt noch ein paar Fehlermeldungen, die beim Spielen mit Live in the Woods kommen können. Die werde ich dann in einem der nächsten Videos mal klären, damit ihr auch wisst, wie ihr Fehler beheben könnt. Hier wieder OK und da sehen wir, es ist fertig und nun kann ich das Spiel starten. Ganz einfach, so funktioniert's. Ein paar Klicks, ein bisschen was runtergeladen und schön könnt ihr Live in the Woods wie Gronkh, ja oder meine Freundin spielen. Hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Hat's dir gefallen? Dann schau doch auch mal beim letzten Tutorial rein.